Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eine neue Kamera, ein neues Studio, ein neues Licht und eine neue Lidschattenpalette, Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet alle ein zauberhaftes Wochenende. Ich möchte gleich mit der Tür ins Haus fallen. Hallo. Hier bin ich. Freunde, ich habe heute Nacht, literally heute Nacht, eine Nachricht bei Instagram bekommen. Maxim, du suchst doch ein Dupe zu Natasha Denona Palette. Ich hätte da eins für dich. Maybelline hat eine neue Palette vor, ich glaube, einer Woche hier in Deutschland rausgebracht. Und das ist die Nudes of New York Palette. Wir werden auf einem Auge mit der neuen Maybelline Palette was schminken und mit der anderen probieren wir den Look mit der Natasha Denona Palette nachzuschminken. Beziehungsweise andersrum. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich hoffe, es gefällt euch, mein neues Studio, meine Kamera. Schreibt mir gerne ein Feedback in die Kommentare, wie euch das ganze Setting gefällt. Ich kann 1000 verschiedene Hintergründe und Farben jetzt hier machen. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich und hätte nicht gedacht, dass es wir mal schaffen, das hier in das Studio zu investieren. Aber Freunde, ich freue mich, dass ihr hier seid. Und falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Beziehungsweise auch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn ich habe eine Nachricht, literally eine Nachricht von YouTube bekommen. Weniger als 40% der Leute sind noch nicht Abonnenten deines Kanals. Freunde, 40%. Ich weiß, dass ihr immer wieder kommt. Jetzt, Freunde, geht's aber los. Ich bin sehr aufgeregt. Ich zeige euch erstmal die Nudes of New York Palette. Es war ein Kampf, die zu bekommen. Falls ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr es vielleicht schon in meiner Story heute gesehen. Also es ist sehr, sehr brandaktuell. Ich bin durch die ganze Weltgeschichte gefahren, um diese Palette zu kriegen. Die Palette hat 13,99 Euro gekostet, glaube ich. Abzüglich 3% Steuerreduzierung. Und so sieht die Palette einmal aus. Das ist auch optisch genauso wie die Natasha Denona Palette genauso meins. Ne? Wir haben sehr warme Farben, schöne Shimmer-Shades. Wir haben eine Vielzahl an matten Farben und sieht ganz gut aus. Ich erinnere mich an die Lemonade Craze Palette oder so. Es hat so ein bisschen Ärger gebracht damals. Ich gebe natürlich aber allen Marken immer wieder die Chance, ein neues Produkt rauszubringen. Und da probiere ich dann auch so offen ranzugehen, wie es geht. Weswegen ich mich freue, dass Maybelline wirklich, als hätten sie mich gehört, diese Palette rausgebracht haben. Auf der anderen Seite, Freunde, ihr wisst mittlerweile, die Natasha Denona Palette, die Bronze Palette, wundervolles Produkt. Ihr seht schon, ich habe sie wirklich schon gut benutzt. Ich hatte sie auch beim Shooting jetzt in Hamburg mit. Wir haben ja die Kampagne für meine neuen Produkte geshootet. Und ja, ich zeige euch mal beide Paletten so im Vergleich. Also ihr seht schon, es besteht Ähnlichkeit. Manche Farben sind ein bisschen intensiver in der Natasha Denona Palette. Die zum Beispiel geht so mehr ins Ocker, wohingegen die hier bei Maybelline so ein bisschen kühler ist. Ich bin sehr gespannt, ich gebe mein Bestes, aber es ist schon sehr, 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 sehr auffällig nah. Was nicht heißt, dass Maybelline die kopiert hat oder Natasha Denona, weil ich habe geguckt, auf der amerikanischen Maybelline-Seite gab es die Palette schon, ich glaube im April. Und die Natasha Denona-Palette kam jetzt erst raus. Deswegen, no shade, niemand hat hier irgendjemand kopiert. Ich will euch aber, und genau deswegen habe ich die Natasha-Palette ja auch gekauft, um euch vielleicht günstigere Alternativen zu zeigen. Ich weiß, dass die Maybelline-Palette nicht so soft und krank sein kann wie die Natasha-Palette. Vielleicht kriegen wir aber einen ähnlichen Look hin und vielleicht reicht es für viele von euch ja auch aus. Deswegen mache ich diese Videos und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe euch ein kleines Stückchen näher rangeholt. Ich fange als erstes in der Natasha-Palette in der Farbe Rich an. Das ist hier. Und die gebe ich mir in meine Lidfalte, so als Transition Shade. Ich rede jetzt gar nicht so viel über die Natasha-Palette. Ihr könnt euch das Video gerne im Anschluss angucken. Ich verlinke euch das einmal oben in der Ecke hier. Falls irgendwas mit der Kamera nicht stimmt, Freunde, seht es mir bitte nach. Ich habe sehr, sehr viel Geld für diese Kamera ausgegeben und ich muss mich erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Die erste Farbe ist einmal aufgetragen. Ich benutze auch denselben Pinsel. Ich mache den Pinsel zwischendurch natürlich sauber und gehe dann jetzt hier nochmal so ein bisschen rüber. Also sehr schöne Farbe, eine sehr softe Transition Shade. In der Maybelline Palette benutze ich die Farbe Creator. Die ist etwas heller. Sie staubt ein bisschen und die Palette hat natürlich keinen Spiegel. Sie hat aber auch einfach wirklich nur einen Bruchteil von der Natasha Denona Palette gekostet. Farblich? Ich muss sie so ein bisschen aufbauen.
Ich glaube, ihr seht schon, in welche Richtung es gerade hier geht, oder? Es ist schon sehr, 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 sehr ähnlich. Ich habe die Farbe jetzt einmal aufgebaut, so dass es ungefähr ähnlich ist. Die Maybelline-Seite ist natürlich etwas softer, die Natasha ist ein bisschen intensiver. Einen großen Unterschied sehe ich da jetzt ehrlich gesagt aber nicht. Ich bin gespannt. Ich nehme denselben Pinsel und gehe jetzt in der Maybelline-Palette in die Farbe Globetrotter oder Globetrotter. Das ist so ein schönes Rot. Jetzt muss ich überlegen, hier war Maybelline. Und die gebe ich mir hier direkt in die Crease. Sehr gut pigmentiert. Wow. Ich blende jetzt hier nochmal so ein bisschen aus. Aber nicht schlecht. Ich mache den Pinsel wieder sauber und gehe in der Natasha Denona Palette in die Farbe Magma. Das war auch ein krasses Rot. Ihr seht auf dem schwarzen Pinsel nicht so viel. Die ist natürlich etwas pigmentierter und vom Unterton her so ein bisschen mehr ins Bräunliche, weniger ins Rot. Aber ist schon krass, ne? Also, schon sehr, 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 sehr ähnlich. Ich finde, die Natasha-Seite ist so ein bisschen gesättigter. Die ist eher so ein bisschen softer. Aber von der Farbe her, girl, it's the same. Und jetzt wird es so ein bisschen schwierig, weil das war schon die dunkelste Farbe aus der Natasha Denona-Palette. Und dann kommt dieses Schwarz hier. Ich probiere das Schwarz so ein bisschen aufzuhellen mit der Farbe Suntan und gebe mir das hier an meinen äußeren Augenwinkel und verdunkel das hier so ein bisschen. Also so gemischt gefällt mir die Farbe nicht, aber es geht jetzt auch wirklich darum, um einfach den Look nachzustellen. In der anderen Palette und gehe jetzt hier in die Farbe Voyager rein. Die ist ein bisschen lilaner in der Maybelline Palette, aber ich glaube, in Schwarz haben wir mittlerweile alle und den Look. Ich bin so ein bisschen sprachlos, Freunde. Schon sehr krass. Also klar, die Maybelline Palette ist nicht so ultra pigmentiert, aber mal ganz im Ernst. Das ist auch einfach ein Unterschied von über 50 Euro für eine Lidschattenpalette. Was nicht heißt, dass die Natasha Denona Palette jetzt cancelled ist. Das ist einer meiner absoluten Lieblingspaletten überhaupt. Aber ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung ich will, ne? Ich nehme mir jetzt so einen flachen Pinsel und gehe in der Maybelline Palette in die Farbe Inspire. Das ist so ein kühles Gold. Welche war es jetzt? Hier. Ja, okay, ich weiß schon, in welche Richtung das geht gerade, Freunde, weil nämlich, ihr seht, es ist ein wunderschöner Schimmerton, aber er ist nicht so ultra foliert. Ich baue mir das jetzt hier so ein bisschen auf. Es ist schon bemerkenswert mit dem Pinsel hier. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Fighter, gebe mir das hier so an den Übergang. Ist schon schön. Also, hätte ich jetzt nur diese Palette reviewed, hätte ich gesagt, nicht schlecht. Ich nehme jetzt die saubere Seite von dem Pinsel. Ne? Also hier ist, diese Seite hier ist sauber und damit gehe ich jetzt in die Natasha Denona Palette und zwar in die Farbe Silk. Das wird jetzt kein Vergleich sein. Ne? Die Natasha-Farbe ist viel, viel folierter als die von Maybelline. Das ist ein Schimmerton. Also an die Schimmertöne von Natasha kommt man auch, glaube ich, sehr, sehr schwer ran. Gefällt mir aber gut. Ich gehe hier in die Farbe Bliss nochmal an den Übergang. Die ist ein bisschen röter. Girls and Boys. Ich mache mal den unteren Wimpernkranz und meine Lashes rauf. So, Freunde. Ich habe Lashes einmal raufgemacht, ein bisschen Eyeliner in die, oder Kajal in die Wasserlinie, ein bisschen Gloss rüber. Auf den Lippen trage ich übrigens Banana Beauty und We Make-up. Ich liebe diese Kombination mit dem Gloss von Nabla. Bevor die Fragen in den Kommentaren kommen. Freunde, also, schaut euch das mal an. Meine Lashes halten nicht wegen meiner Wimpernwelle. Ich wollte euch aber diesen ganzen Vibe hier einmal präsentieren.
Also, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, ich könnte euch den Unterschied nicht sagen. Klar, in der Applikation merkt man den Unterschied. Optisch gesehen. Nix. Freunde, was ist das denn? Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell einen wirklich fast 1:1 Dupe kriegen können. Die Farben sind so ein bisschen unterschiedlich. Das Endergebnis, was ihr aber damit bei diesem Look beispielsweise erzielen könnt, same. Girl, ab in die Drogerie, falls ihr euch die Natasha Denona Palette nicht leisten könnt oder wollt. Nudes of New York von Maybelline. Funktioniert. Genauso. Wie gesagt, natürlich ist es von mir von vornherein klar, dass die Qualität der Natasha Denona Lidschatten einfach besser ist. Die Schimmer sind ein anderes Level. Ich glaube aber, um diesen Vibe und diesen Look hinzukriegen, ist das eine sehr, sehr gute Alternative. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, Freunde. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Schreibt mir auch übrigens unbedingt, wie ihr mein neues Set hier findet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.